Ach, jetzt habe ich noch falsch hier auf alle natürlich. So. Check this out. Ja, was kann ich euch nochmal zwischendurch erzählen? Wenn wir jetzt angekommen sind, hoffe ich mal, dass der rote Drache nicht so eine allzu schwere Aufgabe für uns hat, denn, ja. Die andere war ja relativ leicht damals beim weißen Drachen. Was erzählst du uns, Opa? Hello, children. I've heard that there's a huge volcano on the west side of the Mario Zone. Ah ja. Hoffentlich bricht der nicht aus, wenn wir da sind. And where there are volcanoes, there are usually hot springs. Ja, heiße Quellen, klar, logisch, ne? I'd love to have just one soak in that wonderful water. It might even cure my arthritis. Ja, könnte schon sein. Kann ich dir leider nicht sagen. Oh, hier ist aber viel los. Nach Süden geht's weiter. Aber hier gucke ich mich auch noch schnell um. Weil ich wissen will, ob hier noch Schatzkisten sind. Ist ja klar. Leider kommen uns dann wieder die Fliegen dazwischen, aber... ich mache mal... Ach, kann ich mir jetzt mal leisten hier. Mir diesen... auch noch hier drauf. Dann geht das ruckzuck. Naja, hätte ich mir wahrscheinlich fast schenken können. Ein Zauberspruch von mir. Naja. Wegen einem einzigen macht sie das jetzt. Naja. So, komm, ist hier wenigstens noch eine... Jawohl, eine geschlossene. Ah, jawohl, eine Engelsträne, sehr schön. Die können wir gut gebrauchen. Die verschlossene hier müssen wir uns mal merken. Da müssen wir später irgendwann mal hin. So, quatschen wir die nochmal an, hier, die beiden. Oh, Kyle, how are you? Thank you so much for having your man escort us through the barrier. I've never felt so safe. Oh yes, Kyle, you're a great man indeed. Ob er das jetzt ernst gemeint hat? Watching your charm women and rip off men has never made me feel so sick. Ja, alles klar. What did you say, Nash? Why don't you speak above a whisper and share with the rest of us? Jetzt kriegen sie auch noch in die Haare, wa? Super. My, Kyle, aren't we defensive? I was just clearing my throat. If you want to beat someone up, how about the Magic Emperor? Okay, wir gehen mal weiter jetzt. So, da sind wir. Was ist denn hier? Eine Stadt? Erstmal heilen. This is Reza. A refuge for those too guilty to face the law-abiding world. Ah ja, verstehe. Gut, dann gucken wir uns erstmal in Ruhe um. Am besten erstmal in dem Laden hier.
What haben wir denn Schönes hier? Stroll directly south from here and you will find the town of Arlach. It's always a gamble to travel there for the purposes of thievery. Oh, alles Diebe hier, wa? The inventions to be found are either quite valuable or quite worthless. Mhm. Okay, also Inventions, Erfindungen. Eine Erfinderstadt weiter im Süden und das hier scheint eine Diebestadt zu sein. Ich glaube, wir haben jetzt noch gar nicht so viel Geld wieder, um uns groß was zu kaufen. Aber mal gucken. Well, of course my store is small. Low overhead equals high profits. Now come on, buy something. Well, mal gucken, ob wir was kaufen. Ja, okay, also davon brauchen wir im Moment wirklich nichts. So, you're leaving already? Fine. Maybe you'll spend a little more the next time you're in here. Ja, ein bisschen mehr, ne? Ein bisschen mehr als gar nichts. Jetzt haben wir ja gerade gar nichts ausgegeben. Ist dir vielleicht gar nicht aufgefallen, mein Freund. Ach, hier ist das auch ein Haus hier, okay. Wer bist du? Hello, children. Are you lost? It wouldn't surprise me. Razor was intentionally built with a confusing design to make it easier for thieves to hide and run away. To hide and to run away. Ach, das ist eine Frau. My husband is a member of a guild. And he still gets lots for... Ah. My husband is a member of a guild. And he still gets lost for hours at a time. Ja. Jetzt sag nicht, wir sollen den suchen, oder? Was haben wir hier? Ist das nicht dein Ehemann hier hinten? Na, den sprechen wir jetzt nicht auch noch an. Wir probieren mal die Tür hier. Was ist das denn? Aha, der Weinkeller, wa? Gibt's hier was zu holen? Anscheinend nicht. Also ich glaube... Okay, gehen wir mal weiter, egal. Eieieiei. Hier ist aber auch nichts. Gott, das ist ja sehr... sehr verschachtelt hier irgendwie. Okay. Ach, jetzt kommen wir auf der anderen Seite raus, oder was? Was bist du für einer? Rule number one. Work hard. Rule number two. Learn much. Rule number three. Steal all. Oh. Das sind wahrscheinlich die Verbrecherregeln. Viel lernen, viel arbeiten und alles stehlen. Super. Those are the basic rules of Thief's Guild. Ah, ja, wusste ich ja. Follow them all and you'll be very successful. Leute, mit Dieben haben wir nichts zu tun. Tut mir leid. Tut mir leid. Oder auch nicht. Ah, was ist das? Oh nein, ich wollte doch gar nicht raus. Ich wollte doch gar nicht nach draußen. hier mal reingehen. Hm, it's not budging. I think we need a key. Okay, da kommen wir nicht rein. Was ist hier? Jetzt bin ich wieder draußen, ne? Ah, da ist eine versteckte, geschlossene Truhe. Da muss es ja irgendwie hingehen. Gehen wir erstmal hier weiter. Welcome to Razor. Not exactly the wealthiest town in the Marius Zone. But a great place to learn the latest news and gossip. And the beer is lovely. Ja, Bier, na klar. Er denkt wieder an Alkohol. Hey!
Excuse me. No, are you all right? Well, the inhabitants of Razak certainly are rude. I can see why Kyle fits in so nicely here. Hey, no! Did that guy bump into you? Oh, ich ahne, was jetzt kommt. Yes. Wait! The white dragon rings! They are gone! Oh, nein. Well, you just learned the only real downer to this place. It's a den of thieves. There are so many of them, they've even formed a guild. Guild? Guild? Ich glaube, es heißt Guild, ne, oder? Jo, ich glaube schon. Watch your valuables. This place can get a little rough. Hey, Kyle, perhaps you could have warned us before Nor got robbed. Razor is a big town. If we are going to find those rings, we better start looking now. Toll, jetzt dürfen wir uns unsere Drachenflügel wiederholen. Ganz super. I know you heard me. You selectively deaf weasel. Well, deaf weasel. Okay, okay. Haben wir hier einen schönen Brunnen. Was sagt dieser junge Mann? Herr. This is awful. I've been assigned for the Thieves Guild to burgle the town of Elok next month. Was ist daran so schlimm? Like there's anything valuable among the collection of kooks and crackpots. Naja, muss man halt ein bisschen genauer gucken, ne? Da sind Geschäfte, die interessieren mich. Na komm schon. Come on, spend some money before I have to steal it from you. Oh, das ist ja freundlich. So, was gibt's denn hier Schönes? Oh, das ist nichts Gutes hier. Ah ja. Eine Sorcerer's Robe für Nash. 2000. 2000, mal gucken, was wir noch alles brauchen. Okay. Silver Armlet für mir und auch die Sorcerer's Robe. Oh, das sind schon 4000. Oh, da brauchen wir noch ein bisschen mehr Geld. Okay, Kyle, Chainmail gibt zwar eine größere magische Ausdauer, aber fährt die Abwehr.